Tag 2 an Bord der AIDA Luna und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes. Und wir schauen erstmal auf die Karte, wo wir heute unterwegs sein werden. Wir haben heute fast einen Seetag vor uns, denn wir sind mitten auf der Nordsee am Morgen und nehmen Kurs auf Dover. Da werden wir am Abend ankommen, am späten Abend. Aber wegen der Einreiseformalitäten besteht keine Möglichkeit, heute von Bord zu gehen. Demzufolge eigentlich ein ganzer Seetag. Wir starten mit dem Frühstück. Da sind wir ins Buffet-Restaurant, ins Marktrestaurant gegangen und ihr seht es hier schon an den Getränken und der etwas unruhigen Kameraführung. Wir hatten ordentlich Bewegung im Schiff. Die Wellen waren jetzt gar nicht so hoch, aber die AIDA Luna ist jetzt auch nicht riesengroß und wackelt dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr. Die Wellen waren jetzt auch von der Größe her so, dass sie sich, obwohl sie nicht so groß sind, doch ordentlich bewegt hat. Demzufolge, ja, hatten wir auch ein bisschen Bewegung auf dem Schiff, aber das gehört ja zu einer Kreuzfahrt auch dazu. Vor allen Dingen, wenn man so früh im Jahr im April auf der Nordsee unterwegs ist. Und hier zwei unverkennbare Zeichen. Es ist Seegang. Einmal die Beutel hängen schon im Treppenhaus und zum anderen das Promenadendeck ist gesperrt. Und ja, wir haben uns dann erstmal für ein Kontrastprogramm entschieden und einen Platz im Body and Soul Spa-Bereich reserviert. Wollten da eigentlich schön in den Whirlpool gehen, der war natürlich dann wegen Seegang auch geschlossen. Aber man kann da trotzdem auch einfach gemütlich liegen und ein bisschen entspannen. Ja, man kann das entweder nachmittags buchen, dann kostet es 25 Euro für 4 Stunden. Oder man spart ein bisschen, geht morgens rein, wenn andere vielleicht noch schlafen, dann kostet es nur 15 Euro. Kann man auch schon vorab buchen oder natürlich dann auch, wenn Platz frei ist vor Ort. Da gibt es auch noch eine kleine Bar, da könnt ihr dann noch einen Kaffee trinken, wenn ihr mögt. Und ja, dann war es eigentlich auch schon wieder Zeit zum Mittagessen, indem wir noch ein bisschen die Wellen und die Vögel beobachtet haben. Auch so ein schlechtes Wetter bei einer Kreuzfahrt hat ja immer irgendwie seinen besonderen Reiz. Demzufolge, ja, war das auch sehr schön der Vormittag. Und dann ging es zum Mittagessen ins Marktrestaurant. Haben wir da nochmal geschaut, was man da mittags so zu essen bekommt. Und ich muss sagen, die Qualität war überraschend gut für so ein Buffet-Restaurant. Und dann der 9. April, das ist etwas ganz Besonderes für die AIDA Luna, denn sie wurde am 9. April 2009 getauft, ist also hier an diesem Tag 13 Jahre alt geworden und das wurde natürlich dann entsprechend auch gefeiert. Ja, den Nachmittag haben wir dann auch entspannt an Bord verbracht, in den verschiedensten Bars und mit etwas Programm. Und zum Abendessen ging es dann ins Bella Vista, das ist das Bedienrestaurant an Bord. Und auch hier gab es wieder sehr leckeres Essen entgegen dem, was ich teilweise auch gehört hatte über AIDA. Nee, auf gar keinen Fall. Das Essen ist wirklich sehr, sehr gut und hat mich sehr positiv überrascht. Auch die Auswahl der Getränke, selbst der Hauswein ist gut trinkbar. Also das war wirklich eine sehr positive Überraschung. Hier war ich schon sehr begeistert, denn ich hatte durchaus schon gehört, dass das Essen nicht so gut sein soll. Aber das stimmt jetzt aus meiner Sichtweise auf keinen Fall und ich bin da durchaus auch ein bisschen anspruchsvoller. Also ich war wirklich sehr zufrieden. Ja, und hier am späten Abend haben wir dann Dover auch schon erreicht. Aber wie gesagt, um nach Großbritannien einreisen zu können, muss eine Sichtkontrolle mit Reisepass erfolgen. Und das wird natürlich nicht um 22 Uhr gemacht. Deswegen war ein Landgang in dem Fall noch nicht möglich. Das wird dann im nächsten Video der Fall sein. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann dann das nächste Video eben aus Dover kommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.